Hi Leute, das ist Sanu hier. Wenn ihr Bock auf ein Sturmgewehr und Gewehrbild in einem habt, dann seid ihr mit diesem High-End-Bild, welches wirklich mehrere Seasons, mehrere Jahre überlebt hat quasi, seid ihr hier an der richtigen Stelle. Das Ganze habe ich ein bisschen verfeinert, angepasst auf die aktuelle Season. Spielt sich richtig nice und solltet ihr euch definitiv mal angucken. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns am Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Bild. So, und wenn ihr gar keinen Bock drauf habt, irgendein Gearset zu basteln oder ähnliches, gibt es so eine High-End-Variante, die immer noch richtig, richtig stark ist und jetzt auch besonders zur Season 2 extrem gut funktioniert und so ein bisschen abgewandelt wurde, zumindest von mir, weil ich den Holster einfach so abfeier. Und zwar ist das eine Variante aus dreimal Providence, die alten Hasen werden es kennen. Dann einmal die Gebet des Fuchses Knieschoner. Normalerweise haben viele Leute hier dann immer die Dienstleister noch mitgenommen. So ganz klassisch und ein Cheska-Teil. Wie gesagt, ich habe das Ganze ein bisschen umfunktioniert. Ich finde die Adlerkrallen richtig nice durch die 50% Magazingröße. Die machen in vielen Builds richtig gut was aus. Und haben nochmal extra Waffenhandling, was sehr, sehr nice ist. Die Spezialisierung, die will ich hier quasi gar nicht so großartig besprechen. Weil ich persönlich finde, dass die hier in der Variante absolut egal ist. Je nachdem, worauf ihr Bock habt, was ihr nehmen wollt, nehmt ihr einfach. Weil es tut dem Bild keinen Abbruch. Das Ganze ist eine ganz, ganz klassische Red Build Variante. Die ist komplett auf Damage gebastelt. Und wir fangen mal an mit den drei Teilen Providence Defense mit der Maske. Providence Defense gibt uns 13% Kopfschussschaden, 8% Chance auf Crit und 13 Schaden durch kritische Treffer. Das Ganze wurde ein bisschen angepasst mit der aktuellen Season, fällt aber nicht so ins Gewicht, besonders wenn man mit den Modifiern spielt, ist das absolut in Ordnung. Das Ganze, wie ihr seht, absolut rot gerollt. Kommen wir zum Rucksack und hier ist der benannte Rucksack das Geschenk. Den bekommt ihr eigentlich nur in der Dark Zone, könnt ihr aber auch hin und wieder über einen Countdown-Händler bekommen oder aus benannten Kisten. Da kann er eventuell auch drin sein, mit etwas Glück. Hier würde aber auch ein normaler Providence Defense Rucksack reichen mit dem Talent normale Wachsamkeit. Der Vorteil an perfekter Wachsamkeit ist, dass der Bonus einfach schneller wieder verfügbar ist. Weil das Problem da ist, nämlich erhöht den gesamten Waffenschaden
um 25% nimmt man aber Schaden, wird diese Stärkung 3 Sekunden lang deaktiviert. Beim normalen Talent sind es 4 Sekunden. Schöne ist aber hier, wenn ihr mit einem Schild spielt und die Gegner ballern euch aufs Schild, dann geht dieser Bonus von Wachsamkeit nicht verloren. Deswegen würde ich euch auch hier empfehlen, definitiv mit dem Schild zu spielen. Die restlichen Werte seht ihr hier. Und dann kommen wir zur Brust, unserem dritten Teil, Providence Defense. Und das hier auch komplett rot gerollt und mit dem Talent vernichtend. Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 10 Sekunden um 1%. Kann bis zu 20 Mal gestapelt werden. Der Bonus baut sich rucki-zucki auf, braucht euch überhaupt großartig gar keine Gedanken zu machen. Und ist immer noch sehr, sehr stark. Das wurde ja auch ein bisschen angepasst von 25 auf 20. Aber wie gesagt, ist immer noch absolut top. Dann, wie eben angesprochen, die Adlerkrallen von Zwiadoska, die benannten. Die haben 15% Waffenhandling als Spezialattribut drauf und geben 15% Magazingröße generell vom Markensatz. Sehr, sehr coole Sache. Ich mag die Handschuhe wirklich und spiele sie wirklich gern. Besonders in dem Ninja-Bike ist geil, wenn man da mit Gewehr spielt, wie wir jetzt auch hier machen. Deswegen könnte man überlegen, den Ninja-Bike eventuell mitzunehmen und den Centurio rauszulassen. Aber ne, da kann man flexibel sein, je nachdem, worauf man Bock hat. Dann die Gebet des Fuchses, Knieschoner von Overlord Armaments. Die haben 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele drauf. Nehmen wir mit, ist sehr, sehr gut. Die 10% Gewehrschaden nehmen wir auch mit. Ist auch sehr, sehr nice, weil ich das Ganze hier neben dem Sturmgewehr auch mit einer, ja, mit einer Rifle, mit einem Gewehr spiele. Die haben ein sehr, sehr gutes Update bekommen. Die meisten davon sind jetzt vollautomatisch, was ganz cool ist. Wie gesagt, bin immer noch dafür, weil ich weiß, dass auch einige von euch da ein bisschen zähneknirschend das Ganze sehen, dass sie das nicht umschalten können. Eine Option dafür hätte ich mir auch sehr gern gewünscht, aber so. Dann der Centurio-Holster, der ist, je nachdem auf welcher Waffe man sich befindet, gibt er einem entweder 20% Feuerrate und 20% Waffenschaden oder 50% Magazingröße und 50% Nahladetempo. Bei der Magazingröße, bei dem zweiten Bonus ist es so, dass die Waffe dann auch automatisch nachgeladen wird. Bin gespannt, ob das so bleibt, ob das wirklich so gewollt ist. Schauen wir mal, ist auf jeden Fall eine coole Sache, so wie es im Moment funktioniert. Und ansonsten bleibt dann die Möglichkeit, wenn man die Buffs hin und her switchen möchte, zwischen den einen auf der anderen Waffe, dann kann man von der Waffe auf die Nebenhandwaffe zum Beispiel wechseln oder auf die Spezialisierung oder auf eine Granate oder ähnliches und kann so die Boni halt wie gesagt hin und her schaukeln. So, das Ganze natürlich gespielt, wie eben angesprochen, mit einem Schild, einfach um Wachsamkeit, in diesem Fall perfekte Wachsamkeit, so weit es geht, aufrecht zu erhalten. Natürlich haben wir ein nicht so starkes Schild, das ist auf Rang 0. Dafür spielen wir das ganze Jahr auch komplett auf Rot. Das heißt, das ist nur für absolute Notfälle, um aus der Deckung rauszupieken oder so. Dafür ist es ganz nice. Und die zweite Fähigkeit ist komplett euch überlassen. Ich habe den Banshee-Puls, den Todesfee-Impuls drin. Den kriegt man halt nur über die Spezialisierung des Richtschützen. Hier, das ist halt ein Bonus davon. Wenn ihr mit einem anderen spielen wollt, haut ihr halt hier einfach in einen anderen Skill rein. So, werfen wir dann noch einen kurzen Blick auf die Werte. Hier könnte ich natürlich noch ein bisschen was umbasteln, weil so hohe Crit-Chance brauche ich nicht, da ich meiste Zeit eh mit Rache spiele. Das heißt, da geht ein bisschen was verloren. Kann ich noch ein bisschen mehr Schaden durch kritische Treffer draufballern. Ansonsten seht ihr die restlichen Werte hier. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell runter zum Schießstand. So, und damit ihr direkt seht, das hier ist halt ein Bild, wirklich, da muss nicht viel aufgebaut werden. Da ist der Schaden auch so gut, ja, wie direkt da. Ah, ich glaube, wir müssen ein bisschen doch. Zack, jetzt ist vernichtend da. Ihr seht hier besonders mal, ne, im Fall der Bighorn. Und hier ist es auch egal, komplett welche Waffe ihr hier nehmt. Ich habe in dem Fall halt schön die Bighorn. Könnt ihr auch ein anderes Sturmgewehr nehmen. Hier zusätzlich eine M1A CQB. Wie gesagt, so alle Gewehre wurden durch die Bank durchgebufft. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren und denen eine Chance geben. Ich habe jetzt hier, und ihr könnt ja euch mal umwürfen, Todeskandidaten brauche ich jetzt hier gerade nicht drauf. Ja, probiert euch wie gesagt bei den Gewehren durch.
Kommt auf jeden Fall auch sehr, sehr geil in dem Set. Oder hier mal den Liebling von allen hier, selbst mit der Elmo. Oh, ihr seht, hat doch hier schön durch die Adlerkralle, haben wir hier standardmäßig 80 Schuss in der St. Elmo. Man hat eine schöne Kombi aus Sturmgewehr und Gewehr, finde ich. Na, man soll doch den Kopf treffen, Daniel, ne? So. Ja. Und das war's von mir, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Danke euch. Bye.